Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video der Hundeschule Online. Heute mal ein ganz anderes Thema auf dem Lehrplan. Und zwar geht es heute mal um die Fellpflege. Und zwar, wir haben ja Langhaarhunde. Die müssen natürlich regelmäßig gekämmt werden. Und ich werde immer wieder gefragt, gerade auch in der Hundeschule, wie man sowas am besten angeht. Es gibt schon den ein oder anderen Hund, der damit ein Problem hat. Aus eigener Erfahrung heraus kann ich schon sagen, dass es Hunde gibt, die sich einfach von sich aus besser bürsten lassen, denen das einfach gefällt, die das toll finden. Und es gibt aber auch welche, die finden das eben absolut gar nicht toll. Egal, auch wie man sich da jetzt Mühe gibt. Wir versuchen oder ich möchte euch natürlich heute zeigen, wie wir das so ein kleines bisschen positiv konditionieren können. Damit eben der Hund, auch wenn der das von Natur aus vielleicht jetzt nicht so selber so angenehm findet, damit es doch was Schönes wird und das nie in Stress ausartet. Wir haben natürlich im Welpen- und Junghundealter angefangen, den Hund einfach mit der Bürste, ich nenne es mal, zu streicheln. Also das heißt, ich habe nicht gleich wild losgekämmt, sondern wir haben angefangen, als die noch ganz klein waren, die Bürste zu nehmen und damit ganz entspannt übers Fell zu fahren, so dass der Hund erstmal merkt, da ist ein Gegenstand, aber das ist nie weiter tragisch. Es stand also noch nicht im Vordergrund, jetzt den Hund gleich da wie wild loszukämmen. Und dennoch ist es eben so, dass bei manch einem Hund das einfach nie unbedingt so das Angenehmste ist. Ihr könnt Folgendes tun. Wenn ihr einen Hund habt, der sich so ein bisschen ungern bürsten lässt, dann versuchen wir natürlich erstmal wieder mittels Leckerlis das Ganze für den Hund positiv zu besetzen. Das heißt, er muss eigentlich lernen, Bürste bedeutet für den einen oder anderen Hund ist natürlich das Futter das Größte in dem Moment. Ihr könnt in dem Moment dem Hund was zu kauen geben, ihr könnt ihm in regelmäßigen Abständen Leckerlis hinlegen. Es gibt aber auch Hunde, die unheimlich gut entspannen, wenn die ein Spielzeug haben und drauf rumkauen können, während man die Bürste nimmt und den Hund sozusagen leicht streichelt damit, dass der einfach merkt, das ist was ganz Tolles. Dann haben wir es auch immer so verbunden, dass wir uns hingesetzt haben, wie jetzt hier den Hund gestreichelt haben und eigentlich einfach so ein klein wenig die Bürste dazu genommen haben, so dass die mehr oder weniger, während wir sie so am Kuscheln sind, dass wir einfach die Bürste mit drüber gemacht haben hier. Das hat mit Bürsten erstmal noch nichts so viel zu tun. Das ist eine reine Gewohnheitssache. Das heißt, dass der Hund merkt, da ist was, er lernt es kennen, aber es ist nichts Schlimmes dabei. Na, da legt sie sich von sich aus hier, kuschelt sich hier ran, ist in eine entspannte Haltung in dem Moment. Dann kann man sie auch schön zeitgleich mit am Bauch streicheln. Und wir haben zu Beginn immer erstmal solche Sachen gemacht, dass wir gebürstet haben und immer abwechselnd gebürstet und mit der anderen Hand mit gestreichelt. Immer gebürstet, gestreichelt, gebürstet, gestreichelt, gebürstet, gestreichelt. Es ist eigentlich wichtig, dass eine Art angenehme Atmosphäre herrscht für den Hund. Dass der eigentlich weiß, es ist nichts, der muss sich theoretisch sogar ein klein wenig drauf freuen, dass man mit solchen Gerätschaften kommt. Und ich sag's mal anders, dann ist auch, wenn es doch mal ein klein wenig ziepsen sollte, dann ist das nie ganz so tragisch. Das überstehen die im Endeffekt auch. Die Hunde sind ja da nicht so ganz so sensibel wie wir Menschen von der Haut her. Aber wenn natürlich von Anfang an so ein junger Hund genommen wird, es wird gleich losgekämmt und die erste Begegnung ist schmerzhaft, dann ist das eigentlich ein Leben lang auch ein bisschen schmerzhaft geprägt, die ganze Sache. Deshalb vermeide ich das am Anfang komplett. Das heißt, der Hund wird am Anfang so gut wie gar kein Ziepsen zu spüren bekommen, damit er einfach merkt und lernt, das ist eine coole Sache. Ne? Außerdem habe ich es natürlich auch so gemacht, wenn wir jetzt doch mal eine Klette oder irgendwas haben, dann versuche ich die nie auf Teufel komm raus rauszubürsten, sondern habe eben dann einfach auch mal die Schere genommen, um dem Hund solche schmerzhaften Erfahrungen zu ersparen, sage ich mal so. Ne? Ja. Im Endeffekt ist es immer wichtig, dass ihr guckt für euren Hund,
die passende Bürste zu finden. Also das heißt, im Endeffekt haaren ja auch Kurzhaarhunde, wie verrückt. Schlimmer manchmal sogar noch als Langhaarhunde. Und es ist also bei denen auch wichtig, dass ihr die Unterwolle schön rausbekommt, ne? Gerade im Fellwechsel. Also wir haben jetzt im Frühjahr eben die Zeit, wo der Fellwechsel, also entweder wir sind gerade mittendrin, manche Hunde sind auch schon durch. Wir haben schon immer mal fleißig gebürstet und deshalb sehen die zum Teil schon ein bisschen kurz aus und ein bisschen gerupst im Fell. Und da hat sich eigentlich bei uns diese weiche Bürste ganz gut angeboten, die wir dann hier so drüber führen. Ne? Wir haben auch, zum einen kennen die Hunde das und haben die gelernt, einfach so zu stehen. Zum anderen haben wir aber auch eine, bei uns heißt das Bautz, weil ich mir das gute Platzkommando nicht verderben möchte, habe ich ein Bautzkommando. Das bedeutet, der Hund soll so wie jetzt entspannt auf der Seite liegen. Und dann kann ich den auch wunderbar am Bauch bürsten. Das solltet ihr allerdings erstmal wieder separat machen. Also das heißt, ihr gebt ihm ein Handzeichen, dass er sich hinlegen soll, sagt dann das Bautz oder Bumm, was immer ihr wollt, dazu. Und letzten Endes ist das dann sozusagen eine Art Bürstkommando. Ne? Ihr verderbt euch, wie gesagt, damit nie euer gutes Platzkommando. Er soll das Platz nie unbedingt mit den Bürsten in Verbindung bringen. Jetzt. Das sind bei uns sozusagen zwei getrennte Paar Schuhe. So, dann haben wir hier immer an der Mähne. Dann nehmen wir den Kopf hier leicht hoch. Ne? Auch solche Sachen sollten die natürlich kennen, dass ihr auch hier mal so drunter greift und die stillhaltet. Das sind Dinge, das üben wir alles ganz in Ruhe nebenbei. Also das heißt, ich nehme hier den Kopf, halte den hier unter, fange an leicht zu bürsten. Streichel wieder, bürste wieder. Immer alles schön in Ruhe. Na, da kommt noch eine ganze Menge raus aus dem Hund. Meistens sind die dann hier unten so ein bisschen am Bauch empfindlich oder in der Taille. Da machen wir auch ganz vorsichtig. Und hier am Bauch mache ich immer gerne einmal bürsten, einmal streicheln. Die meisten Hunde mögen das eigentlich, hier am Bauch gekrault zu werden. Und da stehen die auch ganz entspannt dann da. Hier zwischen den Ellenbögen ist auch gern so eine Stelle, wo es gerne mal so ein bisschen verfitzt. Weil die einfach natürlich durch das Rennen draußen schnell nass sind hier unterm Bauch. So, wenn die jetzt mit der Schnauze kommt, nehmen wir den Kopf wieder weg. Ne? Ich möchte nicht, dass die Hunde anfangen, ich nenne es mal so zart nach mir zu, wie soll ich es sagen, manche Hunde kommen dann rum und versuchen so ganz zart, das ist kein Beißen, um Gottes Willen, aber die fangen so an, die Hand zu halten. Ne? Und das wende ich gleich ab. Also dazu lasse ich es quasi gar nicht kommen. Da sage ich meinem Hund direkt, indem ich einfach bloß den Kopf wieder rumdrehe, dass ich das nicht möchte. Und hier, das ist eigentlich so die beste Position, streicheln mit der einen Hand und bürsten mit der anderen Hand. Und da sind wir hier wunderschön unterm Bauch, da wo eigentlich wirklich die Stelle ist, wo es gerne verfuddelt hier hinten. Hier ist auch noch relativ viel Unterwolle, die es noch gilt rauszuholen. Und da müssen wir schon immer auch ein bisschen länger verweilen. Dann haben wir hier hinten die Hinterbeine. Da sind manche Hunde auch. Sie kommt den Kopf wieder rum. Ich drehe den wieder zur Seite. Und warte ab, bis sie so in Position bleibt. Also keine hektischen Bewegungen. Macht es immer in Ruhe. Je hektischer ihr dort werdet, umso mehr kommt Energie in den Hund rein. Die Hosen, also die sogenannten hier hinten an den Hinterbeinen. Das ist auch so eine Sache, wo viele Hunde so ein klein wenig dann zappeln. Ne? Das gefällt ihr jetzt auch nicht. So, dann machen wir so. Und warten wieder. Das Schöne ist jetzt, dass ich euch das natürlich an der Bijou, da die ja nun auch sehr jung ist, wunderbar zeigen kann. Die alten Hunde,
Ja, die stehen wie eine Eins, ne? Die kennen das natürlich, die wissen da auch Stille halten. Aber die Junghunde, die sind da immer noch so ein klein wenig zappelig. Es gibt natürlich einfach wirklich auch sehr viele Bürsten auf dem Markt. Und da ist es wirklich wichtig, dass ihr guckt, was ist für das Hundefell, was passt bei eurem Hund. Ihr könnt euch dann natürlich auch gerne mal in einem Hundesalon beraten lassen. Die haben natürlich den besseren Blick auch. Die wissen, bei welcher Fellstruktur, was ist da am besten geeignet. Ne, dass man sich da auch dann dementsprechend das passende Werkzeug organisiert. Denn sonst kann es passieren, es tut dem Hund einfach wirklich so weh, wenn ihr jetzt die falsche Bürste habt, dass ihr da keinen Erfolg haben werdet mit dem entspannten Bürsten. So, in diesem Sinne, ich hoffe, das war mal eine andere Art Hundeschule, aber ist ja auch wichtig, sollten wir auch immer mit dranbleiben. Wünsche ich euch viel Spaß beim Probieren und Üben natürlich auch in dem Moment. Und wie gesagt, bringt ganz wichtig viel Ruhe mit bei solchen Aktionen. Ich hoffe, ihr bleibt mir schön gesund. Danke euch fürs Zuschauen und liebe Grüße, bis bald. Tschüss.